anderen halt gar nicht. Mein Legion hat sich gerade geschlossen, gut. Ich starte die Aufnahme und erstmal Legion. Tschüss! Legion so, nope, I'm out. What the fuck? Ich habe die Box vergessen auszumachen. Einen Moment. Ja, ja, kein Legion. Kein Legion. Das Game geht los. Oh, aus dem letzten Hinterzimmer höre ich dann nur noch so ein Dödem. Ja, okay. Mastermind, back to Mastermind. Ich habe natürlich keine Sea Serpent, habe eine Reroll, nein. Aber ich habe Sea Serpent. Ich hasse mein Leben. Und ich habe auch keine Auren. Ich habe auch nur eine Aura. Ich kann Nightmare Start machen. Eine ich ganze kann... Menge Scheiße hier. Ich mach Berserker. Berserker ist besser als Nightmare. Windhawk. Schiss Windhawk. Disciple. Ein Wildshroom hält ohne Snail, ne? Ja. Ja, ja, ja. Ein Wildshroom hält ohne Snail. Nice. Also, du kannst ja mega viele Worker mit dem Wildshroom gehen. Echt? Naja, wenn er alleine hält, dann hast du 95 ausgegeben. Dann gehst du 3 Worker in der ersten Runde. Oh mein Gott, du hast recht. Das ist fucking smart. Gibt's eine Einheit, die exakt 100 kostet? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Doch, die Gate Guard, aber die Gate Guard alleine hält nicht, glaube ich. Oder? Doch, Gate Guard alleine hält auch. Ja, aber nur bestenfalls bei Lucky Focus. Das halt so, jetzt hoffen wir beide, dass wir keine Snail kriegen, sonst liegen wir beide erstmal. Nice. Alle Snails. Was haben die gemacht? Mudman und Butcher. Da gehen wir doch direkt Snail. Double Snail. Ne, ich hab eine Snail mitgeschickt, also. Du hast eine Snail geschickt? Ehrenloser. Ja, darf ich noch hoffen. Das ist bedauerlicherweise auf dem Butcher, ne, ich gehe auf 3. Ich gehe auf 3. Egal. Ah, das ist schon ziemlich knapp, ne? Ja. Mit dem Wildshroom, also. Easy hält er das nicht. Naja, er hat halt die Heilung, ne? Ja. Ich schaff sogar die Double. Ne, ich schaff die Double Snail nicht vom Inkern. Schade. Hätte ich auch zu sehr gefeiert. Wir sind halt schon auf 5 Workern nach Wave 2. Ja. Das meine ich halt. Das ist halt. Das ist halt dumm, dieselben. Ja. Für 4? Vielleicht. Ja, die können auf 4 gehen. Kein Schimmer, was da Sinn macht. Na los, na los, na los. Sei nicht so ne Kant. Schon. Ja, der Wildshroom tankt halt so lächerlich mit dieser Heilung. Ja. Ist ja komplett behindert. Oh, meiner liegt. Nice. Ja, der liegt. Hihi. Alter, ich schaffe eine Dragon Turtle. 3. Hol ich safe jetzt nochmal auf 4. Ja, bei dir macht 4 Sinn, aber bei mir ist die Dragon Turtle. Ja, Dragon Turtle macht bei dir echt guten Work. Hält der nicht. Ist halt die Sache. Und ich gehe jetzt auch mal maximal Value, ne? Ja, Dito. Oh, ich könnte Fire Elemente gehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fire Arch macht keinen Sinn. Ich gehe bald schon. Aber es tiltet mich halt, dass ich, weißt du, Mauern ausbauen. Da wird so gefühlt nichts getan, ne? Bei Clash of Clans jetzt. Ja, ja. Ja. Aber, weißt du, so gefühlt, dein Worker ist offiziell ja dafür am Arbeiten, er macht aber nichts. Stimmt. Das tiltet mich halt. Weil das wären halt so Sachen, wo ich sage, ja, kann man das Ding auch so machen. Weil ich habe halt im Moment nur 2 Arbeiter hätten.
Ja. Da merkt man es halt schon, wenn die dann immer 8 Stunden besetzt sind. Warte, für die Mauern? Ach so, dass man die Mauern nicht ohne Worker ausbauen kann. Ja. Ja, das nervt halt echt. Oder dass man die Hindernisse nicht wegmachen kann. Ärgert mich auch. Hindernisse? Oh ja, stimmt. Ja, das wäre auch nice, könnte man die ohne Ganz wegmachen. schön harter League. Ja, mir war es nur einer. Ja, ich meine. Alter. Ja, 50%. Wave 3. Nein, nein. Ach, der hat auch geleakt, deiner. Ja. War ja absehbar. Oh, ich hätte weiter senden können. Meiner kriegt jetzt 120, nee. Brute kostet 60, ne? Dann kriegt er jetzt 100er Cent. Das ist halt dumm. Eine Wave gesaved und 100er Cent. Ja, ich habe halt 7 Worker, ne? Ja, das ist ein mehr als ich. Aber meiner hat schon wieder 60 Methium. Ja, mein hat 40. Ja, also Aquas und das ist halt mega nice. Ich liege wieder. Ja, aber diesmal habe ich dich. Der Typ drüben hält, weil er schaltet. Ah, ne, doch nicht. Ich dachte schon, der hält jetzt wegen seinem scheiß Fire Archer. Gehen wir 6? Ist deiner schlecht auf 6? Ja, eigentlich schon. Obwohl, ist glaube ich besser. Ja, doch, wenn deiner da leaken kann, ne, schickst du 6, wenn nicht, dann nicht. Erstmal so getrennte Sens, Geld generieren und so. Denke auch. Was für Dinge haben wir eigentlich? Hero, Freehouse. Hero? Ja. Gehe ich wahrscheinlich den Hero. Ich weiß gerade noch nicht, auf wen ich Hero machen möchte. Ich habe eine ABS, aber das ist auch so gefühlt das Einzige, wo es vielleicht Sinn macht. Ja, Weißt mach du? doch. ABS in eine Frontline packen und dann. Er denkt dran, die gibt nur Hero, wer in seiner direkt den Block berührt, ne? Ja, aber ich kann ja Einheiten drumherum bauen, weißt du? Achso, ja. Und wenn ich meine Wildshrooms drumherum baue, die Canopies werden halt für mich halt eher später tanken müssen. Diese dreckige Fiend wird halt nicht gefokust. Macht halt schon einen Unterschied. Ich habe halt gerade einen neuen Worker, ne? Das ist halt so wärslich. Eigentlich kann ich auch auf den 10 Worker gehen. Ja, du hältst gerade eben noch am besten. Ja. Ach, wir wollten ja jetzt schicken, ich bin dumm. Ja, schick wie du denkst, Income aber. verschwendet habe ich gerade. Ja, ich wollte ja 6 schicken. Ja. Macht bei dem Dude halt schon am meisten Sinn. Bildet mich so immer so, ja, sie müssen noch 2 Stunden warten. Sie haben noch keine Arbeiter. Oh ja. Ich meine, später, ne, wenn du 5 hast. Es ist ja ein bisschen besser, weil, ja. Oh, scheiße. Ich halte nicht. Ich auch nicht. Liege ziemlich hart sogar. Da war der Worker wahrscheinlich zu viel. Aber die liegen auch hart. Nee, die liegen. Natürlich fokussieren seine Einheiten die Extras. Ich verstehe es nicht.
Erklärt mir die Randomness in diesem Game. Die liegen genauso hart wie wir. Ja, aber unsere sind lower. Also, wir haben noch besser gehalten. Das mag im Moment nicht groß wichtig wirken, aber... Oh mein Gott, der King ist ja schlau. Ja. Ein bisschen Intelligenz haben sie ihn gelassen. Der tötet Units nicht mehr. Der hittet die nur noch an und sagt sich, okay, du darfst leben. Du darfst leben, du stirbst. So, ein bisschen Value catchen. Mein Typ hat Aquas. Ah, ich seid nächste Runde. Ich schicke auf 9, glaube ich. Nee, 9 mach ich. Ich schicke auf 10. Ich save jetzt auf 10 durch. Ich bin Arschloch. Also, ist 9 nicht besser? Nee, der hat ja die Madmans. Ah, und der hat Gate Guys. Ja. Ja, ich gehe auf 9 bei meinem Team. Ja. Er ist einfach zu schlecht auf 9. Mit Aquas. Der Mann, du musst unendlich viel Overvalue haben, damit man hält. Ja. Alles klar. Nächste Runde, dann schicke ich ihm Safety Mode. Ja. Da kassiert er ziemlich hart. Oh, er ist saved. Okay. Deiner ist schlecht auf 9. Ja, meiner hat halt auch viel Ranged, aber mit der Disciple und den Madmans vorne macht das halt echt keinen Sinn. Aber ich weiß nicht, also... Der hat halt viel Magic Damage, Pure Damage und vorne die Fortified. Ich würde halt echt gerne... Ich schicke auf 10. Ja. Naja, aber gegen Disciple ist 10 halt immer so eine Sache, ne? Ja, wenn die Frontline schnell weg ist, macht das ja auch nichts. Ja. Dann schnitzelt das Ding durch. Gut, das ist wahr. Wenn du noch ein paar anständige Units mitschickst, dann sollte das schon ziemlich rasieren. Noch 140. Könnte sein, dass man auf 10 geht. Ich lieg so hart. Ich werde so hart liegen. Ja, das tut weh. Die Safety Mode fickt mich halt komplett. Obwohl. Jetzt ist doch noch relativ gut. Ja, jetzt ist aber gleich der Feiertod. Diesmal halt ich für dich. Ich brauche noch so ein paar Jahre, habe ich genug Zeit. Ich würde echt gerne einen Schamanen schicken, aber ich glaube, ich schaffe keinen Schamanen. Er hat das gehalten. Oh shit. Doch, ich schaffe einen Schamanen, aber nicht von Imka. Das ist ja nicht so wichtig.
Vielleicht läuft die Snell ja vor den King und fängt den Spell von der Disciple ab. Wäre witzig. Macht so häufig eigentlich. Muss ich mir jetzt angucken. 260 habe ich bekommen. Ne, ich habe nur 40. So, Disciple, fokussier die Snail. Bitte. Ne, leider nicht. Okay, mein Typ hat eine Banana Bank. Und die Banana Bank mit dem Head Chef rasiert die einfach komplett. Mein Typ hält nicht. Der Grand Daddy mit dem Schaman ist zu krass. Ja. Ah, dann erhält. Ja. Knappe Sache. Und bei mir kommt auch was Ordentliches durch. Wie habe ich denn noch? Aber ist nicht gut. Nee. Oder ging es? Halt useless. Immerhin. Hero. Du bist mein Hero. Hero. Oh. Zweimal. Zeit. Ein Autist. War nicht geschafft. Das hat er nicht kommen sehen. Hätte er nicht kommen sehen! Senden wir? Nee, ne? Nö. Welche Wave wollen wir denn gehen? Ist deiner schlecht? Keine Ahnung, sag mal. Wo deiner schlecht ist? Die schicken wir wieder? Ist deiner Bad auf 12? Nein. Auf 13? Ja, auf 13. 13. Ja, 13, das klingt gut. Er hat halt Death Cap, er hat Head Chef und er hat Banana Bank und die Banana Bank hat Hero, also er ist halt ultimativer Cancer. Stell dir Cancer vor und dann nimm das mal zwei. Ich liege. Ich habe kein Fortified. Ja, bei mir ist meine ABS Fortified. Aber ich glaube, ich habe für dich. Ja, klar, Krieg endet gleich. Okay. Oh, Klangkrieg endet gleich? Das muss ich mal angucken. Ja. Ah, wir haben ja. Finn hat ja zweimal drei Steine geholt, ne? Glaube. Du, ich bin Level 3 oder so. Ich bin im Klangkrieg, glaube ich, nur Zuschauer. Ich habe nicht so das Gefühl, dass ich da groß was zu melden habe. Ne, ich habe meinen Angriff schon gemacht, alle. Ja. Ich glaube, ich hatte da keine Angriffe. Zumindest habe ich keine gesehen. Nee, nee. Ich glaube, bis erst ab dem nächsten dabei. Ja. Ja, würde ja Sinn machen. Dafür, dass wir am Anfang so gute Worker haben, wird das langsam ein bisschen eng, ne? Ja. Ich habe gedacht, der Hero ist ein bisschen krasser. Nee, also ich habe eine 4000 MPS, aber ja, ne? War's dann auch? Ja, genau. Genau, das war's dann halt auch. Die einzige Aura, die ich habe, ist diese Disciple und die bringt halt gerade echt nix. Ja, obwohl. So, wir schicken jetzt. Jo, ich schau mal, was er hat. Ja. Safety Maul. Die hat mega viel Pierce Damage. Ich könnte wahrscheinlich noch einen Pack Leader dazu fangen. Aber ich gehe Full Aura. Wo das auf der Wave ja nicht zwingend smart ist, aber ich denke. Ich würde es feiern, wenn ich noch einen Pack Leader schaffen würde. Nein, schaffe ich nicht. Ich schaffe noch einen Hermit. Vielleicht schaffe ich ja noch eine Dragon Turtle oder eine Brute. Ne, Dragon Turtle ist wahrscheinlich besser.
Er hat vorne zwei Magic Resistance Typen. Also zwei mal Arcane. Seinen komischen Meth-Kocher und seine Weed-Pflanze. Weed? Oh, 440 ist auch eine Menge. Zentaure. What the fuck? Was zum Fick? Ja, der Typ war definitiv auf irgendwas. Aber so wie das gerade aussieht, war es eher Cocaine. der Dieb, mein Deepcoiler färbt einfach seinen Packleader weg. Bei mir, der Centaur rasiert gerade meine komplette Backline weg. Der wird halt. Ich verstehe sie. Die sollten dem scheiß Centauren Range wegnehmen, damit der auch gefokust wird. Der hat halt immer ein bisschen mehr Range als jede andere Unit, die mit ihm angreifen würde. Ja. Dann erhält. Ja, Banana Bang und Head Chef ist halt so broken. Aber ich glaub, weiß nicht, ob ich gut genug für dich halte. Na, das ist noch nicht game. Was denn ist? Also, er hält meinen Cent auch nicht. Nice. Und der eine Drill Golem ist halt noch fast full life. Oh. Ah. Das ist guter Return Damage. Ja. Das ist guter Return Damage. Bin hier mal ein paar Worker gegangen, ne? Jo. Also ich habe jetzt zu viele Worker geholt. Die haben Spell Resistance, ne? Das ist gar nicht mal so sexy. Dufflin. Kann ich Deepcoiler eigentlich auch nach hinten bauen? Graben die sich dann trotzdem aus und kämpfen? Die graben sich erst ein, sobald sie gefokust werden. Die kannst du auch dazwischen packen. Dann laufen die ganz normal nach vorne, solange die noch keine Agro gezogen haben, greifen an und sobald sie Agro ziehen würden, buddeln sie sich ein. Die gehen auf 16. Wir gehen auch auf 16. Jo. Oh, 16 gegen Banana Bank. Naja. Irgendwie werde ich da schon einen Weg finden. Obwohl, vielleicht gehen sie 15. Also 15 habe ich. 15 habe ich kein Ding. Ja. Ja, sollte ich eigentlich auch nicht das Problem haben, aber ja. Ich bin mega gut auf den Magic Waves. Alter, mein Typ hat so sicke Scheiße. Dies ist nicht cool. 160, ich nehme die. 60. Hm. Ausbauen lohnt sich schon. Schamane Packleader würde ich gerne schaffen. Ich schaffe, glaube ich, nur Schamane. Ich die schicken jetzt. Lul. Okay, das habe ich. Ich hab einen Ghost Knight bekommen. Ich habe einen Zertauchen bekommen, aber der läuft halt viel zu weit nach vorne und wird jetzt gefokust. Ja, gut. Das ist doch dann nicht übel. Dann gehe ich jetzt nochmal Worker 2. Ja, ich muss schauen. Ich meine, ich habe einen Hades. Ich glaube, der rasiert ist ziemlich gut. Hast du irgendeine Idee, was ich senden kann? Schamane Packleader, schaffst du? Schamane ist halt generell krass, weil der benutzt jetzt nicht immer sein ganzes Mana, um eine Unit zu buffen, sondern immer nur 10%. Das heißt, er kann mit einer Spell Rotation 10 Units buffen. Oh, nice. Oh, ich leake ein bisschen. Nice. Ich hab das. Und dann so. Ich leake ein bisschen. Hey, das ist der Pro League, das ist Absicht. Ja, das ist schon wahr. Damit schaffe ich vielleicht sogar den Dingens. Die Packleader schaffen wir. Aber nicht mehr vom Income leider. Ja, ja. Und jetzt gehen wir erstmal ein paar Worker.
Beatcoiner. Sie sind OP. 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 Ja, und jetzt noch ein Fake-Leader dazu. Ich hoffe einfach, weil er hat eine Banana-Happen und die wird auf 16 Jahre ordentlich reinrasieren. Naja, die kriegt auch mega auf den Sack vom Impact, ne? Klar. Aber ist halt immer so die Frage, ne? Ja. Wer stirbt als erstes? Und die hat einen Headcheck, deshalb. Schamane, benutzt deine scheiß Mana. Der benutzt dein Mana nicht! Ach, auf einmal. Auf einmal hat er herausgefunden, wie man das benutzt. Bisschen spät, du blöder Wichser. Du machst Spaß, ey. Aber bei mir rennen die einfach über seine Units drüber. Ja, bei mir wurde die Banana Heaven nicht gefunden. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Das sieht nach 40% aus. Ja. Und die Banana Heaven lebt ja noch, lol. Ja, ja, die wurde halt nicht gefokust. RIP. Ah, guck dir das an, bei mir kommt fast die komplette Wave durch. Ja. So, Schamane, wenn du jetzt deine scheiß Mana nicht einsetzt, ne? Bei mir ist halt der Pack-Leader als einzige Unit da drauf gelaufen, deshalb war die Banana Heaven halt ein bisschen broken. Die kriegen halt 50 Damage vom Schamanen dazu. Nice. Und er ist tot. RIP. Hätte der Schamane nicht die ersten 10 Minuten einfach gedacht, yo, ich int mal, scheiß auf Spells, brauche ich nicht? Ich int mal? Nächste Runde dann, ne? Ja. Hoffen wir mal, wir überleben. Ich habe gerade nochmal alles reingebürdet. Ich habe eigentlich ziemlich viel Schaden. Kommt wieder ein Zentauro? Ja, ich kriege auch einen. Wobei das bei mir eigentlich nicht viel Sinn macht, aber obwohl, ich habe den einen Hades da hinten, ne? Kann man halt diskutieren darüber, wie gut da das ja ist. Aua. Ja. Das tut weh. Zentauro steht mega weit vorne, wird aber nicht angegriffen. Also der Zentauro fokussiert meine ABS. Das ist wahrscheinlich. Ah, du hast die Wave, ne? Leicht. Ja, du hast die. Dein Hades gönnt sich auch nur die Drachen. Ja, ja, eben drum. Deshalb bin ich gerade skeptisch. Na, ich hab das. Ich weiß nicht, ob ich nee, das. Nee, bei mir musst du noch ein bisschen abschwächen. Sollte der King das eigentlich auch haben? Ein bisschen abschwächen. Ey, ich verstehe halt nicht, warum gibt man eine Einheit wie dem Zentauren, der 4k Leben hat, einfach eine 300er Range? Ja, das ist irgendwie unfair. Ja, das Game. Das ist ranged! Ja, ich verstehe es halt auch nicht. Ich meine, der Ghost Knight, den haben sie extra genervt, damit er gefokust wird. Ja. Und beim Zentauren sind. Fickt. Oh, Entschuldigung. Der muss